1949 war für uns ein hartes Jahr, mussten alle Teufel fliehen nach Sibirien, das ist wahr. Mussten alle Teufel fliehen nach Sibirien, das ist wahr. Und es war am Sonntagmorgen, als die Botschaft nahe kam, und sie liefen mit Gewehren auf der Straße, Mann für Mann. Und sie liefen mit Gewehren auf der Straße, Mann für Mann. Habt ihr gehört die neue Kundschaft von der großen Obrigkeit, die dem deutschen Namen trage, bis sie fliehen weit und breit, die dem deutschen Namen trage, bis sie fliehen weit und breit. Und es wurde uns frisch gegeben, in 3 Tagen fertig sein, und wir mussten wirklich fliehen nach Sibirien, groß und klein. Und wir mussten wirklich fliehen nach Sibirien, groß und klein. Und wir wurden aufgeladen auf Gefährten und marschiert. Keiner durfte noch etwas sagen, weil wir tiefe Räder sind. Keiner durfte noch etwas sagen, weil wir tiefe Räder sind. Und wir mussten wirklich fliehen nach Sibirien in den Wald. Dort bei uns war es noch Sommer, hier aber ist es schrecklich kalt. Dort bei uns war es noch Sommer, hier aber ist es schrecklich kalt. Und wir mussten wirklich fliehen, in Sibirien liegt viel Schnee. Auf solch eine große Reise haben viele nicht gesehen. Auf solch eine große Reise haben viele nicht gesehen. Als Spion und Dichter Sande wurden wir hierher gebracht, was noch nie in unseren Leben wurde uns hervorgebracht. Was noch nie in unseren Leben wurde uns hervorgebracht. Großer Gott, hab doch Erbarmen über unser deutsches Leid. Strecke aus dein Gnades Arme, führe uns aus diesem Leid. Strecke aus dein Gnades Arme, führe uns aus diesem Leid.